Ja, für die Spieler und Anhänger des Vereins geht es hier in erster Linie um die Ehre. Unentwegt hallen Fangesänge durch Stadion, die stolzen Hymnen und Lieder des Vereins. Die perfekte Geräuschkulisse für diese Partie. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Unter den brasilianischen Außenverteidigern gibt es einen, der für mich alle überstrahlt. Hansi, ich glaube, du meinst Roberto Carlos. Ganz genau, der ist für mich der Inbegriff des modernen Außenverteidigers. Und ein Schuss! Was ein Lattentreffer! Da haben sie am Treffer geschnuppert. Da ist er richtig stark zum Abschluss gekommen. Und was ihm fehlt zur absoluten Glückseligkeit, das sind einige Zentimeter. So jagt man heute den Ball. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Carlos. De Ligt. Er kennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Sneijder hat unglaublich viel Zeit und Platz. Neymar. Hereingabe Neymar. Ter Stegen hat alles unter Kontrolle. Hansi, ist dir in diesen ersten Minuten schon was aufgefallen? Das ist offensichtlich die Vorgabe beider Trainer, zunächst mal sicher in diese Partie kommen. Tomiyasu. Okay, das sieht vielversprechend aus. Tomiyasu. Unterbindet diese Aktion kompromisslos. Es geht über links. Hier ist Neymar. Carlos. Klasse durchgesteckt. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Gutes Auge, guter Pass. Carlos. Der Torhüter haut ihn weit raus. David. Keine der beiden Mannschaften findet bislang den Weg in eine gefährliche Region. Blažić. Bei dieser Aktion absolut souverän. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Er geht auf Nummer sicher. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Wie groß ist denn bitte Neymar? Stark gehalten. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Hier ist Neymar. Ein hochinteressanter Ball. Er hat sich richtig gut in Szene gesetzt und es ist richtig schön, wenn die Teamkollegen dann auch mitmachen. Neymar. Und einfach das Bein reingestellt. Absolut kein Vorbeikommen. Ja, das muss man schon abpfeifen. Neymar. Gut gesehen, guter Laufweg. Die Fahne bleibt unten. Jetzt
jetzt den präzisen Pass spielen. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Und Tor für Deutschland. Einfach und erfolgreich. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. 1:0, die Führung. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Lukas Vázquez schaltet sich immer wieder mit in die Offensive ein. Messi. Also da kommt nicht jeder ran. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Sucht der Tor! Und schon wieder Ausgleich. Das geht hier rucki zucki. Das war verdient, aber aus Sicht ihrer Kontrahenten natürlich völlig unnötig. Sie haben es einfach versäumt, den Deckel drauf zu machen. Da reicht dann plötzlich eine Aktion und du stehst wieder am Anfang. Typischer Verlauf. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Tolle Chance! Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Ja, es ist gut möglich, dass wir hier die letzte Aktion der ersten Hälfte sehen. Versucht ihn da zu klären. Kimmich. Ein guter Ball und sie sind durch. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden, aber beide Mannschaften hätten hier die Führung verdient, denn beide Mannschaften suchen die Offensive, gehen Risiko, spielen schön Kombinationsfußball und kommen immer wieder zum Abschluss. Das macht Spaß. 1:1 unentschieden bis hierhin. Mal gucken, was noch kommt. Substitution for Germany, number 13. Und damit auf geht's in die zweite Hälfte. Deutschland zeigt in der zweiten Hälfte eine neue Ausrichtung. Schauen wir einmal, ob das funktioniert. Snyder. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Burn. De Ligt. Das ist Lukas Vázquez. Lewandowski. De Bruyne. Vlasic. Das muss was werden. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. De Ligt. Und nun Lukas Vázquez. Langer Ball auf die andere Seite. Burn. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Tomiyasu. Mbappé. Snyder. Neymar. De Ligt sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Den will er haben. Mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Zamorano. De Bruyne. Kimmich. Holt ihn sich wieder. Neymar. Torwart wird ab. Rebound. Exzellente Parade. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Das ist jetzt ihre dritte Ecke. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance.
Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Perfekt antizipiert. Schwierige Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Kein Vorwurf an ihn. Und gleich wieder zurück. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Substitution for Germany, number 5, coming on Mbappé. The field is Tomiyasu. Number 22, Bruno Fernandes. Der könnte durchkommen. Blažić, schon gut, wie er den entschärft. Macht er den? Blažić! So unkontrolliert. Der Konter absolut ansehnlich, der Abschluss ausbaufähig. Es geht über die rechte Seite. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Gutes Zuspiel hier. Blažić. Sehr gut verteidigt. Der Messi. Bruno Fernandes hat seinen Vertrag jetzt doch verlängert, obwohl es ja die wildesten Wechselgerüchte gab. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Neymar ist da in einer guten Position. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Neymar mit der Torchance. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Substitution for Germany. Number 18. Gleich wird erneut gewechselt. Number 8. Gullit. Coming on the field. Number 6. Messi. Number 10. Lewandowski. Neymar. Er haut ihn raus. Zamorano. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Tor für Deutschland! Und sie liegen wieder vorn. Das war schon fast zu einfach. Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Substitution for Germany, number 11. Beide Teams wechseln. Das ist die Führung. Der Typ hat es einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Klasse durchgesteckt. Zamorano. Das ist jetzt der Abschluss.
Das wär's gewesen, Freunde. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Wunderbarer Ball. Neymar. Bruno Fernandes. Jetzt wird es langsam eng. Wer weiß, ob sie diese Gelegenheit zum Ausgleich nochmal bekommen in der kurzen Restspielzeit. Gutes Auge, guter Pass. Ein hochinteressanter Ball. Und vorbei. Ja. Riesenmöglichkeit. Er wird hier hervorragend bedient. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Bruno Fernandes. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Er haut den Ball ganz lang. Der Ball ist über der Seitenauslinie. Es gibt Einwurf. Kevin De Bruyne bringt den Ball rein. Freistoß für Deutschland. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Das Spiel kann nicht mehr lange dauern. Messi. Wunderbarer Ball. Ganz wichtige Aktion war das. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Ja, trotz einiger Schwächen in der Defensive kann der Trainer mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Am Ende zählt doch allein das Ergebnis. Neymar. Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass er heute zum Man of the...